Das meist unterschätzte Yu-Gi-Oh! Ist Yu-Gi-Oh! Arc 5. Doch warum ist es das meist unterschätzte Yu-Gi-Oh!? Über das möchte ich im heutigen Video reden. Ich möchte euch zeigen, warum es sich lohnt, Yu-Gi-Oh! Arc 5 zu schauen. Denn es ist für mich persönlich mit das beste Yu-Gi-Oh! Was es gibt. Lasst uns aber darüber nach dem Intro sprechen. Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Arc 5 hat viele verschreckt mit den Pendelkarten. Doch die Pendelkarten sind eigentlich voll gut und gar nicht so schlecht oder so schlimm, wie man denkt. Ich war persönlich früher auch jemand, der gedacht hat, Yu-Gi-Oh! Arc 5 ist eh Müll. Ich meine, die haben Pendelkarten und so. Aber das ist der größte Schwachsinn, denn jeder, der die Serie gesehen hat, wird Pendel lieben oder auf jeden Fall nicht hassen. Das ist halt ein Vorurteil, der irgendwie geschaffen wurde, der gar nicht existieren hätte sollen. Denn ich glaube, niemand hat sich beschwert bei Fusionen oder bei Synchro-Beschwörungen oder bei Xyz-Beschwörungen. Es gab safe welche, aber im Grundsätzlichen wurde das ja eher gefeiert, als es gehatet. Und bei Pendel war das wirklich so komplett andersrum, habe ich das Gefühl. Es gab natürlich die, die Yu-Gi-Oh! Arc 5 geschaut haben oder die das Kartenspiel extrem viel gespielt haben und es liebten, aber es gab halt von den, ich sag mal, Casuals mehr Hate als Liebe. Und ich glaube, das kommt halt wirklich von Unwissenheit, denn bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte keine Ahnung und als ich die Pendelkarten durch die Serie jetzt kennengelernt habe, habe ich angefangen, Pendelkarten zu lieben und ich finde, Pendelbeschwörungen gehört mit zu den coolsten Beschwörungen, die es eigentlich gibt. Lass uns jetzt aber über den Anime reden und nicht mehr über die Pendelkarten, denn ich glaube, das Thema haben wir für jetzt abgehakt. Ich kann mal gerne zu den Pendelkarten noch ein einzelnes Video machen. Doch in diesem Video soll es jetzt grundsätzlich darum gehen, warum man eben Yu-Gi-Oh! Arc 5 schauen sollte. Yu-Gi-Oh! Arc 5 ist das fünfte Yu-Gi-Oh!, wie der Name es schon verrät. Und das haben sie auch ausgenutzt. Es sollte so ein Special sein. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle Yu-Gi-Ohs, die zuvor existiert haben, quasi in diesem Yu-Gi-Oh! Fusioniert. Dieses Yu-Gi-Oh! Ist besonders von der Aufmachung her und was es bietet. Denn wir haben in diesem Yu-Gi-Oh! Fusionsbeschwörungen, Synchro-Beschwörungen, Xyz-Beschwörungen und eben das neue Pendel-Beschwörungen. Man hat alle Beschwörungsarten jetzt zusammengepackt. Link-Karten natürlich jetzt nicht, weil das gab es zu der Zeit noch nicht. Die Serie fokussiert sich aber auch darauf. Die Serie fokussiert sich auf all diese Beschwörungsarten. Beschwörungsarten ist auch Thema von der Story. Sei es Fusionsbeschwörungen, Synchro-Beschwörungen etc. Jede Beschwörungsart wird im Anime genauer angeschaut und es wird erklärt, wie diese Beschwörungsart funktioniert, was diese Beschwörungsart halt so besonders macht. Und es werden dann auch Decks gezeigt, diesbezüglich. Und das macht halt die Vielfalt der Decks im Arc 5 sehr, sehr cool, weil wir Charaktere haben, die Xyz-Karten nutzen, Charaktere, die Fusionskarten haben, etc. Und die spielen logischerweise vom Spielstil anders und es ist extrem cool, dass wir das so alles gemixt haben. Die Story ist aber auch wirklich sehr, sehr besonders. Das Besondere an der Yu-Gi-Oh! Arc 5 Story ist, dass es sehr harmlos anfängt. Wir haben am Anfang, ich glaube so in den ersten 20 Folgen, nur so entspannte Duelle, ohne jetzt wirklich Story dahinter. Es geht mehr in diese Funny-Richtung und danach fängt es an, in eine komplett andere Richtung zu schweifen. Je weiter man kommt, desto ernster wird es und desto brutaler wird es auch. Es fängt wirklich, wie gesagt, harmlos an mit Künstlerkumpelkarten, die einfach nur lächerlich aussehen, bis zu Kriege und moralische Dinge, die in Frage gestellt werden. Ich möchte in diesem Video nicht zu sehr auf die Story eingehen, weil ich Spoiler vermeiden möchte. Ich möchte auch nur so viel verraten, dass die Interesse bei euch geweckt wird, dieses Yu-Gi-Oh! Anzuschauen. Falls ihr Fans wart von allen anderen Yu-Gi-Ohs, dann lohnt es sich wirklich, weil es wird auch auf das angeknüpft. Also die Story kombiniert nicht nur die Beschwörungsarten, sondern auch teilweise die Thematiken, die diese Yu-Gi-Ohs mit sich brachten. Ein gutes Beispiel dafür ist Yu-Gi-Oh! 5Ds. Das Thema in Yu-Gi-Oh! 5Ds wird teilweise auch wirklich in Yu-Gi-Oh! Arc 5 nochmal angeschaut, in einer anderen Perspektive, aber es wird auf jeden Fall Thema sein. Was halt sehr, sehr cool ist, denn jeder, der Classic liebt, der GX liebt, etc., wird vielleicht irgendetwas finden, was er an Arc 5 liebt, weil es behandelt all diese Themen irgendwo. Was für mich persönlich das Beste an Yu-Gi-Oh! Arc 5 ist, neben der Story, sind einfach die Charaktere. Arc 5 hat extrem starke Charaktere. Meine Favorite Charaktere, jetzt ohne zu sagen, wer die sind oder was die gemacht haben, sind auf jeden Fall Reiji Akaba und Shun Kurosaki. Ich glaube, jeder von euch wird irgendeinen Charakter finden in Arc 5, den er lieben wird. 100%. All diese Charaktere haben auch ein eigenes Deck und vertraut mir, wenn ihr die Charaktere liebt, werdet ihr auch die Decks lieben, wozu dann auch vielleicht Motivation kommt, diese Decks dann in Real Life zu spielen. Und die Decks sind auf jeden Fall nicht schwach. Vor allem in Duel Links aktuell rocken diese Decks teilweise auch sehr die Meta. Also dementsprechend... Lovely. Yu-Gi-Oh! Arc 5 und Yu-Gi-Oh! Sexel haben auch die besten Animationen im gesamten Franchise. Klar ist es ein bisschen unfair so zu sagen, weil Classic halt einfach sehr alt ist etc. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass Yu-Gi-Oh! Arc 5 einfach schön aussieht. Ich persönlich finde auch die Musik in Yu-Gi-Oh! Arc 5 sehr, sehr gut. Ich höre oft im Hintergrund einfach nur die OSTs an, weil sie teilweise sehr ruhig sind, teilweise sehr actionreich sind. Man findet so irgendwie zu jeder Lage ein OST. Ich möchte hier aber noch etwas sehr, sehr Wichtiges ansprechen. Schaut bitte den Anime auf Japanisch mit Englisch
englischen oder deutschen Untertitel, je nachdem wie ihr es findet. Denn das Problem mit dem Deutschen ist, dass sehr, sehr viel Zensur herrscht. Also Yu-Gi-Oh! Allgemein auf Deutsch, sei das heißt es jetzt auch Classic, GX etc., die sind alle extrem stark zensiert. Es gibt ganze YouTube-Videos dazu, wo man sieht, wie krass die Zensur ist. Dementsprechend schaut es wirklich auf Japanisch, falls ihr es könnt. Was ich aber trotzdem hier noch erwähnen will, Yu-Gi-Oh! Arc 5 gehört mit zu den einzigsten Yu-Gi-Ohs, die es komplett auf Deutsch gibt. Beispielsweise Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5Ds gab es nicht komplett auf Deutsch. Da fehlen Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie es bei Sechsel aussieht, ob es da komplett alle Staffeln gibt. Aber Yu-Gi-Oh! Arc 5 gehört mit Yu-Gi-Oh! Classic auf jeden Fall zu den Yu-Gi-Ohs, die man komplett theoretisch auf Deutsch schauen kann. Auch wenn ich das Japanisch empfehle. Falls du aber wirklich nur auf Deutsch schauen willst, dann schau es eher auf Deutsch als gar nicht. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video dich überzeugen und dich dazu jetzt bringen, dass du Yu-Gi-Oh! Arc 5 schaust. Vertrau mir, Bruder, es lohnt sich. Oder vertrau mir, Sis. Schau Yu-Gi-Oh! Arc 5. Vertrau mir. Diese Scheiße hat zwar meinen Kopf gefickt, weil es mich teilweise emotional komplett gefickt hat, aber vertraut mir, könnt euch Yu-Gi-Oh! Arc 5, sorry, dass ich so laut wurde, aber es musste sein. An alle, die Yu-Gi-Oh! Arc 5 komplett geschaut haben, schreibt in die Kommentare, warum es sich lohnt. Motiviert auch ihr die Leute, Yu-Gi-Oh! Arc 5 zu schauen, denn dieses Yu-Gi-Oh! Gehört sich einfach. Ansonsten war es das mit dem Video. Falls ihr mehr Yu-Gi-Oh! Arc 5 Videos sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Zeigt mir, dass die Yu-Gi-Oh! Arc 5 Community lebt oder dass es überhaupt eine Community dazu gibt. Ich höre gefühlt nie jemand darüber reden. Deswegen, falls hier Yu-Gi-Oh! Arc 5 Fans existieren, dann lasst es mich wissen. Dann weiß ich, ob es sich überhaupt lohnt, Videos dazu zu machen, denn ich würde sehr, sehr gerne darüber sprechen. An alle, die Yu-Gi-Oh! Allgemein feiern, checkt Yugi Meep ab. Der Bro macht zu Yu-Gi-Oh! Classic und auch allgemein zu Yu-Gi-Oh! Content. Also falls ihr auf allgemeinen Yu-Gi-Oh! Content steht, checkt ihn auf jeden Fall ab. Lohnt sich. Aber wie schon gesagt, das war's von mir an dieser Stelle. Wir sehen uns.